Willkommen. Auf meinen Befehl. Zurück. Schnell. So, schwarz gerade. Schnell. Stufe 14. Interessant. Ich höre. Das war's schon. Auf mein Schnell. Zeichen. Und los. Ich finde die Levelarchitektur bzw. die Ruinen besonders, finde ich ja sehr geil. Unverzüglich. Gemacht. Auch dafür, dass es schon so alt ist, das Spiel. Bereit. Und los. Mir nach. Vorwärts! Folgt mir! Sofort! Zu Befehl! Alles klar! Nur zu! So, und wir laufen zurück in die Stadt. Interessante Helme. Hallo. Grüße, Freund. Ich habe diese Karte gefunden. Woher stammt sie? Aus einem Lager der Untoten im Norden. Seht ihr, hier und hier, die eingezeichneten Stollen. Verflucht! Diese Karte zeigt die exakte Lage der Geheimgänge und wo sie betreten werden können. Aber wer hat sie gezeichnet? Diese Schrift. Ich kenne sie nicht. Diese Schrift auf der Karte. Ja? Ich habe sie erkannt. Turgon gab mir einen Brief. Seht ihr hier? Die Anschrift? Oh oh. Ihr habt recht. Das ist Turgons Schrift. Bei den Göttern. Nie hätte ich... Nun, wie dem auch sei, ich will wissen, warum er diesen grauenvollen Verrat begangen hat. Folgt mir. Wir werden ihn aufsuchen. Ihr müsst ihn mit diesem Beweismaterial konfrontieren. Ich glaube, es ist ja praktisch, wenn wir dazu Leute ich mitnehmen. Ich höre, seid auf der Hut. Steh bereit. Zu euren Diensten. Wird sofort ausgeführt. Die Rune ruft. Zu Befehl. Unverzüglich. Wird sofort ausgeführt. Holen wir mal unsere Leute Wohin nach Hause. Wohin soll ich gehen? Eile. Rasch wie der Wind. Was soll ich tun? Vorwärts, Schwestern. Wohin soll ich gehen? Schnell wie ein Pfeil. Die Rune ruft? Sofort.
Na dann. Unsere Hoffnung ist zurück. Dieser Plan hier trägt eure Handschrift. Er erklärt euch. Seid her. Den habe ich noch nie zuvor gesehen. Woher wollt ihr wissen, dass dies meine Handschrift ist? Anhand der Anschrift des Briefes, den ihr mir gegeben habt. Diese Karte stammt von euch und ich fand sie in den Krallen eines untoten Heerführers. Ich habe euch unterschätzt. Ihr seid ein Narr, aber ihr seid nicht blind. Habt ihr wirklich gedacht, ich will mit den anderen hier mein Blut im Staub verrinnen sehen? Glaubt ihr, ich will meine Seele an diese Kreaturen dort draußen verlieren? Nein, ihr gebt ihnen eure Seele lieber freiwillig. Nur die Seelen der anderen. Die Untoten holen sie sich so oder so. Wo ist der Unterschied? So bleibt wenigstens einer am Leben. Ob ihr am Leben bleibt, darüber wird der Orden entscheiden. Dazu müssen sie mich erst einmal kriegen, Runenknecht. Wir werden angegriffen. Es war klar. Grüße, Freund. Turgon ist tot. Eine gerechte Strafe. Er hat mit dem Tod Handel getrieben. Nun ist er ihm selbst zum Opfer gefallen. Ich danke euch, auch wenn es ein trauriger Dienst war, den ihr vollbringen musstet. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Irgendwie, ich glaube, aus irgendwelchen Doku-Filmen, aus den Öffentlich-Rechtlichen könnte das sein. So, jetzt könnten wir natürlich mit der Hauptquest weitermachen, aber ich überlege gerade, ob es Sinn macht, wir sind Stufe 14, fast 15, ein paar von den anderen Quests jetzt weiterzumachen. Ich schalte die mal durch und weiß nicht wohin. So, Rukosha. Ja, wo ist er denn? Klagenden Steinen aus, okay. Ich glaube, da müssen wir auch hin, ne? Okay, Zwergendienste. So, Graufurt. Graufurt müssen wir, glaube ich, zweimal sogar machen. Vielleicht haben wir dann Glück und könnten genug Erfahrung gesammelt haben, um den letzten Geist, oder nee, ich weiß gar nicht, ob das letzte Geist ist, aber den nächsten Geist in der Mine platt zu machen. Taus des Ordens. Habt ihr die Robe flicken lassen? Hä? Hab ich doch oder nicht? Tanara. Ach so. Okay. Jetzt macht's Klick. Schon wieder. Diesen Brief gab mir Turgon für euch. Turgon? Diese Ausgeburt einer Elenden. Seit Monaten warte ich auf eine Nachricht. Der kann was erleben. Das... Oh,
Ach, Turgon. Verzeih mir, wenn ich das gewusst hätte. Es tut mir so leid. Ihr seid lange gereist, um mir diesen Brief zu bringen. Hier, nehmt das für eure Mühen. Und jetzt, lasst mich bitte allein. 2 Gold. Oh, yes. Ah, ihr schon wieder. Ich habe die Felsspinnenseide. Na endlich. Dann kann ich mich ja an die Arbeit machen. So, hier ist eure Robe. Bringt sie zurück zu Gaba, diesem hoffnungslosen Taugenichts. Okay, die Erfahrung wird also nicht reichen, um aufzusteigen. Schade. Habt ihr die Robe flicken lassen? Hier, ich habe die Robe flicken lassen. Vielen Dank. Ich wüsste nicht, was ich ohne euch tun sollte. Aber jetzt will ich euch nicht länger behelligen. Ihr habt mir wahrhaftig genug geholfen. Viel Glück auf euren Reisen. Wow, Tatsache. Was, nur Erfahrungspunkte? Wir kriegen nicht weiter. Ah, Freund. Aonirs Licht. Drecksack. So, wen müssen wir eigentlich jetzt nochmal treffen? Ortank. Ach, da war ja hier der Typ. Das war doch hier der Schmied oder sowas. Glaube ich. Ortank, genau. Ah, Krieger. Ich hoffe, das Geschäft läuft zufriedenstellend. Sind Drachlingschuppenmaterial genug für eine Rüstung? Nein. Bestenfalls ein Anfang. Daraus kann ich nur leichte, bewegliche Rüstungsteile fertigen. Um einen richtigen Panzer zu erhalten, braucht man auch die Schuppen eines echten Drachen. Nicht nur die eines Drachlings. Solltet ihr auf euren Reisen auf einen stoßen und die Begegnung überleben, dann kommt wieder zu mir. Ich werde euch einen Drachenpanzer formen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt genau an das Gebiet kommen könnten, wo ich damals nicht weiterkam. Und da können wir keine Basis bauen, wenn es denn das ist, und müssen mit unseren Helden zur Rande kommen. Das könnte doof werden. Schlangenpass. Oder? Doch, müsste eigentlich sein. Zwerge Stufe 7, Stufe 8, zack. Und jetzt haben wir in Stufe 12 ein Mentalist. Nehmen wir die Priesterin raus. So, 6 bis 9, 6 bis 11. Hä?
Ach, das ist ein Schild. Ups. Ich dachte, das wäre ein Helm. Das ist auch ein Schild, okay. So, Ringe. Kann ich nur diese komischen Waffen hier geben? 6 bis 9. Da kann aber noch ein Schild rein, das ist gut. Ich frage mich gerade, hatten wir die Kiste schon geöffnet? Ich glaube ja, ne? Ja. Na gut, dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. Spitze, bedanke mich. Bis dann.